So, hallo und wir machen weiter bei Mario Endgame. Haunted Hall ist das nächste Level. Ich nehme trotzdem noch ein Stück auf. Ah, okay. Das haben wir hier auch, das Gimmick. Das haben wir in einem ganz anderen Heck zum Glück gar nicht gesehen. Ja, da wollte wohl einer an den Erfolg von Brutal Mario mit seinem Heck anknüpfen. Habe ich so den Eindruck, ich weiß es nicht. Das ist ja auch der Eindruck, der entstanden ist, als ich durch den Thread gescrollt bin auf SMWC. Da hat er ja geschrieben, er macht das nur für die Japaner. Das kam dann halt alles nicht so gut an. So. Ach, scheiße. Okay. Na, nicht sowas hier. Ist das blöd. Hoffentlich reicht das. Ja, es reicht. Gut. Okay. Der übertreibt es halt wieder ein bisschen mit dem ganzen Zeug hier. Aber gut. Ach, Mann. Hops und hops. Nein, das darf ich nicht machen. Ich darf hier nur kurz drüber. Und dann noch so einen kleinen Sprung hinterher. Oder ich mach's so. Okay, da komme ich genau durch. Ich kann unten und oben lang. Ich kann überall lang. Scheiße. Okay, das war falsch. Gehen wir mal ganz unten lang. Ach so! Das steht da nur. Ach so, das Ding steht da nur rum. Dann gehen wir oben lang. So. Fies. Okay. So, was nü? Das macht jetzt halt wieder unglaublich viel Sinn. Warum macht man es nicht als Extra-Level? Aber gut. Soll mir alles Wurst sein. Wir spielen einfach das, was wir serviert bekommen und ja. So. Was zur Hölle? Was war das denn für Zeug? Na, toll. Kann ich riechen, wo sowas runterkommt? Ach, das sind diese Stacheldinger, okay. Geh weg. An denen sterbe ich auf jeden Fall instant. Na! Hey, ich stehe doch schon gar nicht mehr drin. Ich glaube, die sind dicker, als sie zugeben zu sein. So. Durch die Tür bitte. Danke. King Boo! Okay. Du bist wieder ganz cool. Noch. Mal gucken. Uah, ja. Ich dachte mir schon, dass du so ein Verfolger wie wieder bist. Das macht er auch gerne, so die Bosse, dass die immer da sind, wo Mario ist. Welcome to Mario Endgame. Bowser's Castle just ahead and Peach's gonna sing. Mario, get her back and save Mushroom Kingdom. Genau das sagt King Boo zu mir. Gar keine Frage. Hoffentlich. Stand in der Messagebox nichts Wichtiges, aber ich merke gerade, ich kann da unten nicht mehr stehen. Ich kann nur noch auf der kleinen Plattform hier stehen. Okay. Das macht gar nichts. Solange ich auf der Plattform noch stehen kann, ist alles gut. Ja, schieß nach rechts, Feuer. Oh, du mit deinem Geflacker, hey.
Als du das entdeckt hast, da hast du auch einfach jeden Boss damit. Alter. Alter, das ist so nervig. Das habe ich auch nie behauptet, dass ich gewonnen habe, mein Freund. Ja. Das kann man so nicht spielen, Leute. Ich muss meine Feder behalten, ich komme da sonst nicht rüber. Und ich will versuchen, ihn durchs Drehen zu treffen. Oder zumindest so. Ja, so ist gut. Jetzt habe ich die Feder nämlich noch. Und jetzt ist endlich wieder hell. Das heißt, ein Treffer noch, dann ist er down. Okay, das ist er, das ist er, das ist er. Das ist der Goomba, mit dem ich dich töten werde. Die Musik ist perfekt eingesetzt, ja. SMB3 Switch. Hey, wir haben den Switch gefunden. Da wollten wir hin. Meine Güte, meine Güte. Irgendwie hängen geblieben. Hops, hops. So, und durch. Ach, ich hatte es doch. Danke. Yay! Gut, haben wir immerhin noch einen Switch gefunden. Jetzt wird mich natürlich schon interessieren. Hier war das, genau. To the Outside, das war ja echt ein komisches Level. Hier, To the Outside. Da gab es doch hier dieses komische... diesen komischen Bosskampfraum. Und dann hier dieses verglitschte Zeug und jetzt kommt man hier hin. Da würde ich halt sagen, wir spielen mal Bramble Hell. Da scheint es auf jeden Fall irgendwie weiterzugehen. Oh je. Oh. Ah, die Musik ist natürlich wieder episch. Ich meine, es ist ja auch Bramble. Dingens. Okay, das geht nicht. Das auch nicht. Das wollte ich auch gar nicht. Scheiße. Wieder abzukürzen, aber es haut einfach nicht hin. Wie sieht das denn aus? Du,
einfach episch, dieses Lied. Ja, da kann ich auch, wenn das so geht, kann ich genauso mich ranhängen. Wo ist denn hier nach unten? Kann ich auch hier abbremsen. Will ich da runter? Nö. Oh nein. Oh, diese Sounds. Ach du Scheiße. Einfach durch, ganz schnell. Irgendwie ist hier Wind. Das steuert sich ganz komisch. Oh, kann ich etwa? Hier ist das Ziel, okay. Bringt es aber nichts, übers Level zu fliegen. Wow! Ups! Ja, wie, nix! Boah, diese Musik! Alter! Was? Hoffentlich geht er schnell. Bisher kann er nichts. Immer wenn ich das sage, legen sie los. Scheißviecher. Oh. Der kann auch in eine andere Richtung fliegen. Oh, guck mal einer an. Schmeißt andere Bienen oder was? Holy fuck! Bitte stirb ganz schnell. Danke. Okay. Eine Brücke. Ja, wir stehen fast auf einer Brücke. Aber nur fast. Und Castlevania, okay. Das passt jetzt endlich mal. Di-di-di. Haben wir erst letztens beim Triangle Boss gehabt. Du, 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 du. Oh, Goomba, 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 du kommst her. Und du. Nein, komm. Das machen wir jetzt. Aber auf jeden Fall. Komm her. So. Yay. So. Ja, hierzu passt Castlevania jetzt natürlich nicht mehr. Aber gut. Obwohl, warum eigentlich nicht?
Aber es passt natürlich jetzt nicht mehr in das Bridge-Level, aber ach, ist egal, mein Gott. Scheiß drauf! Hier passt einiges nicht und trotzdem kann man es spielen. Ja, verstehe schon, warum das nicht auf SMWC angenommen wurde. Das ist... hat keinen Zusammenhang und so. Und naja, gut, das Leveldesign ist teilweise auch echt mies. Teilweise. Hier im Moment ist eigentlich wieder ganz schön. Wenn es halt abwechslungsreich ist. Da ist wieder die Brücke. Und da ist wieder die richtige Brücke. Jetzt müsste der Lakitu wieder kommen. Dann könnte ich wieder durchcheaten. Ach, perfekt. Danke. Und, oh, jetzt komme ich nicht hoch. Doch, yay. Du. Oh, sag nicht, jetzt ist schon Ende. Oh. Hat sich ja voll gelohnt. Was das jetzt mit einer Brücke zu tun hat, weiß ich auch nicht. Da ist ein Springboard. Wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Da komme ich doch nie im Leben mit einem Sprung hoch. Naja, das soll mir egal sein. Brauche ich eh nicht das Leben. Aber die Tür brauche ich. Bosskampf. What the f... Thomas, die Lokomotive. Nein. Du bist die Wand, ne? Du bist die Wand aus Brutal Mario. Oder? Ist das dasselbe Sprite? Erinnert mich nämlich gerade irgendwie so ein bisschen dran. Aber ist so natürlich auch cool eingesetzt. Ja, es hat was. Und ich sterbe, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Fuck. Oh, Mann. Prall doch nicht immer ab. So. You're down. Das war die Wand, Tatsache. Cool. Das war die Wand. Sehr schön. Okay. Haben wir das auch geschafft? 18 Minuten. Dedede's Castle. Oh mein Gott. Du wirst doch nicht. Ach ja, ja, wir haben ja gesehen, er hat ja Meta Knight verwendet. Richtig, richtig. Gut, das machen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne noch eine Runde und sage Tschüss. Das klang komisch. So, hallo und wir machen weiter bei... Mario Endgame. Das letzte Mal haben wir diese Castlevania-Welt so ein bisschen angefangen. Ich nenne die jetzt nur Castlevania-Welt. Und jetzt sind wir in Dedede's Castle mit der Dedede-Musik. Ach, schön. Erinnert natürlich auch wieder unglaublich an Brutal Mario, gar keine Frage. Aber wie schon tausendmal gesagt, ist ja nicht verboten. Ich will das da haben. Gib mir das. Oh, da muss ich sogar hoch, okay. Aber wenn jetzt hier natürlich ein riesen DDD am Ende kommt, ein riesen Kirby am Ende kommt, dann ist das ein bisschen arg wieder, ne? Gar keine Frage. Also ich meine, man merkt schon, dass er, aber er hat es ja selber gesagt. Er hat ja selber gesagt, dass er sehr an Brutal Mario angelehnt ist. Aber es ist kein Brutal Mario 2. Keinesfalls. Ja, aber dieser Boss. Den hatten wir auch am Anfang, oder? Ich glaube schon, den hatten wir auch bei Brutal Mario am Ende von Dedede's Castle.
Dann kam der kleine Kirby, dann kam der große Kirby. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ach ja, der muss ja erst rutschen, dann kann ich drauf hüpfen. Genau, ich erinnere mich. Jetzt. Genau. Und jetzt. So schön langsam. Jetzt. Jetzt. Nein, zu knapp. Ach, ich erwische es immer nicht. Jetzt. Jetzt. Nein. Nein. Jetzt. Okay. Mach den hier wieder. Und was uns hier natürlich auch fehlt, was bei Put Mario war, ist die Lebensanzeige gewesen. Und drauf. Na, schaffe ich nicht. Nochmal. Oh, gleich zweimal. Sauber. Oh, gleich nochmal. Achso, der ist schon. Okay. Aber wie gesagt, wenn jetzt wirklich der kleine Kirby kommt... Nee, es kommt Meta Knight. Okay. Oh, das ist auch die geile Meta Knight-Musik. Meta Knight Revenge oder so. Weiß gar nicht, wie es heißt. Aber vorher muss natürlich erst noch die Maschine kommen. Mit dem Laser. Nee. Nee, bloß nicht. Ich summe völlig falsch mit, aber egal. So. Und Maschine? Nein, direkt Meta Knight. War klar. Und den Kampf kennen wir natürlich auch schon jetzt. Ich hoffe, der dauert nicht so lange wie der andere. Der andere hat ja schon ordentlich gedauert. Haben wir irgendwo eine Lebensenergie von Mario? Nein. Scheiße. Das zeigt ihm jetzt natürlich nicht an. Oh Gott, ich hoffe, das dauert nicht so lange wie das andere. Weil wenn ich keine Anzeige habe, ist natürlich richtig blöd. Ich hau jetzt einfach drauf immer. Oder habe ich irgendwo eine Anzeige und sehe sie noch nicht? Ich sehe keine Anzeige. Dann hat er keine Anzeige eingebaut. Oh, hier sind wir tot. Okay, jetzt darf ich keinen Treffer mehr riskieren. Ist ja auch toll. Das heißt, er hat meine Treffer schon durch. Nee, hier kann ich noch getroffen werden. Nur mit der richtigen Attacke nicht mehr. Okay, auch in Ordnung. Nein. Und mit der auch nicht mehr. Okay. Aber mit der kann ich noch. Mit der auch nicht mehr. Hm. Es waren ja auch verschiedene Schadenswerte, die man hatte. Richtig. Der Wirbelwind ist auch fies. Und drauf. Und die Zeit macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Nein, falsche Richtung. Ja, okay. Huch. Okay. Und natürlich die Verfolgung noch. Die Verfolgung noch, genau. Okay. Kamex Tower. Den machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.